Damals steckte alles noch in den Kinderschuhen. Nachhaltigkeit war ein Teil vom Umweltschutz. Heute hat sich das geändert. Es ist in allen Bereichen integriert. Wir haben es in der DNA der BASF und es ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachhaltigkeit wird ein Thema, wie wir es heute haben, so wichtig und zentral in allen Bereichen der BASF, aber auch in der gesamten Wirtschaft. Das war für mich damals nicht vorstellbar, dass das Thema so eine Entwicklung nehmen kann. Und dass wir es heute so ernst nehmen, dass wir es in unsere Unternehmensprozesse einbinden, dass wir es in die Strategie einbinden, aber natürlich auch gemeinsam mit Kunden solche Dinge vorantreiben. Früher waren wir wenige Nachhaltigkeitsexperten, häufig auch noch Quereinsteiger in der Nachhaltigkeitsabteilung. Heute haben wir Nachhaltigkeitsexperten in jeder Business Unit, in jeder Funktionseinheit. Dadurch hat sich die Nachhaltigkeit stark in der gesamten Firma verankert. Nachhaltigkeit ist für BASF ein ganz zentrales Thema. Wir haben es in unsere Unternehmensziele integriert, zum Beispiel das CO2-Ziel, dass wir bis 2030 CO2-neutral wachsen wollen und auch 22 Milliarden Euro Umsatz mit Accelerator bis 2025 machen wollen. Das sind Ziele, die sicherlich sehr bemerkenswert sind und die auch den Stellenwert der Nachhaltigkeit untermauern. Unsere Kunden verlangen mehr und mehr auch Informationen zu Nachhaltigkeit, zu unseren Produkten, zu nachhaltigen Produktlösungen. Auch da sind wir in der Lage, diese Dinge zu liefern und partnerschaftlich auch mit Kunden Dinge zu erarbeiten. Am herausragendsten war, dass wir die Sustainable Solutions Steering Methode jetzt in den letzten 5 Jahren eingeführt haben. Damit gelingt es uns, zum allerersten Mal sämtliche Produkte, das gesamte Portfolio weltweit der BASF nach Nachhaltigkeitskriterien zu bewerten und besonders nachhaltige Produkte hervorzuheben und auch zu steuern, dass wir mehr Umsatz mit diesen Produkten machen. Es muss weiter intensiv daran gearbeitet werden, die Umweltbelastungen zu reduzieren. Wir werden viel mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft tun müssen, um Rohstoffe im Kreis zu führen. Das sind alles wesentliche Umweltthemen, aber wichtig sind auch, dass wir bei unseren Lieferanten auf Arbeitsbedingungen achten, dass dort Menschenrechte eingehalten werden. Im Wesentlichen wünsche ich mir, dass die Ziele von heute umgesetzt sind. Besonders wichtig ist mir, dass wir die Emissionen minimieren und dass wir erneuerbare Energien einsetzen. Und für mich ist besonders wichtig, dass wir mehr nachhaltige Rohstoffe einsetzen, zum Beispiel Abfälle über das ChemCycling-Projekt. Ja, für mich, dass die Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen gesichert sind, eine der Kernthemen der Nachhaltigkeit. BASF. We create chemistry.